Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, ich habe ein paar Videos zu zeigen, die fasse ich auch kurz zusammen, also lege die hintereinander aus GNS Bockhorn. Da gibt es wieder was Neues und ja, das könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Das ist sehr interessant. Gibt es da einiges an Kastenwagen zu sehen oder 3,5 Tonner oder auch mehr? Ja, schaut selber, sehr interessant, bleibt dran. Und viel Spaß bei meinem neuen Video. Hallo und schöne Grüße von GNS Bockhorn. Wie ihr seht, hier können auch große Fahrzeuge, super große Fahrzeuge. Das nenne ich doch mal ein Wohnmobil. Riesengroß. Aber wie ihr seht, passt das auch gerade so in unsere Halle. Das kann man natürlich jeweils ein- und ausfahren, ist klar. Aber Näheres erzähl uns doch mal Stefan dazu. Hallo Stefan, Hallo Sabine. erzähl mal, was haben wir mit diesem Riesenfahrzeug gemacht? Ja. Wir haben hier mal was etwas Größeres drin stehen. Also es ist, ja, ich glaube 3,98 Meter hoch. Ich glaube in Deutschland sind 4 Meter erlaubt. Also er ist gerade so an der Grenze, so auf LKW-Basis. Der Kunde hatte schon am Werk, wenn du mal guckst, ein Whisper-Power-Anlage drin, 3500 Watt da unten. So. Hier dürfte ich Notstromaggregat mit eingebaut und alles. Das ist so ein kompaktes System, das war da ab Werk drin. Aber der Kunde kommt in den 3500 Watt nicht auf. Okay. Weil er hat drinnen 230 Volt Backofen, 230 Volt Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, alles andere ist auch fast alles auf 230 Volt. Also er kam damit, also wenn er mehrere Geräte gleichzeitig angemacht hat, hat der Wechselrichter gesagt, ist nicht mehr. So. Der Kunde hat schon selbst, muss ich ihm sagen, hier waren früher mal die Batterien drin, die hat er sich schon selbst umgebaut. Ich zeige euch gleich, wo er die hingebaut hatte. Hier waren die Solarrichter, die habe ich alles umgeändert. Ich zeige euch auch gleich, wohin. Dann haben wir da noch eine Verteilung gesetzt, damit wir die Kabel alles verlängern können. Ne? Ja, wie gesagt, das haben wir im Prinzip erstmal so unangetastet gelassen, bis auf diese kleinen Änderungen. Dann gehen wir jetzt mal kurz zur anderen Seite, Sabine. Weil der Kunde, muss ich mal hier vorne lang gehen. Die Wege sind hier etwas länger. So. Und dann haben wir hier noch ein 5000 Watt Wechselrichter reingesetzt von Victron. Der Kunde wollte ihn dahin haben. Wir haben im Prinzip den Sicherungskasten haben wir komplett neu gesetzt, weil wir haben die 230 Volt Verteilung im Prinzip, wir haben jetzt darüber laufen Backofen, Kühlschränke, also Gefrierschrank und Kühlschrank und den Geschirrspüler läuft darüber und eine Steckdosenleiste über den hier, über die 230 Volt Sache. Das heißt, alles andere Klimaanlage, eine Doppelsplit-Klimaanlage drin auf 230 Volt. Den können wir auch gleich mal kurz rein, dann sehen wir es von innen genau. Dann hat er noch ein Servo gekriegt. Ja, die haben wir dahin am Glas. Das war im Prinzip alles, was hier jetzt so drauf ist. Ne? Wir haben hier im Prinzip alles nur ein bisschen verändert. Und da oben haben wir jetzt im Prinzip, wo soll einmal reingehen, genau. Die Verteilung von Victron gesetzt, die Linksverteilung. So heißt das System. Im Prinzip hier ist die Batterie jetzt angeschlossen. Das, wie gesagt, ist eine Lithium, die hat er sich selber eingebaut. Da haben wir im Prinzip nichts mit zu tun. Wir haben es nur anders angeschlossen alles. Das ist eine 560er. Er will noch eine zweite rein haben. Deswegen haben wir es alles ein bisschen umgeändert. Die passt jetzt im Prinzip links daneben hin, weil hier war früher noch eine Wand. Die haben wir ausgebaut, damit er ein bisschen Platz für seine zweite Batterie hat. Das heißt, die eine Batterie ist jetzt hier angeschlossen. Dann kann er hier jetzt noch die zweite Batterie anschließen. Die Kabel haben wir schon alle hier angefertigt, damit er das schon so machen kann. Haben wir hier den Batteriecomputer eingebaut und hier ist ein Verteiler mit Sicherung drin, praktisch für drüben jetzt für seinen neuen Wechselrichter die Sicherung und für den Victron hier die Sicherung. Und wir haben die Solarrichter jetzt alle im Prinzip da, zwei Stück und einen an eine Decke hingesetzt und halt Sicherungen dafür.
Also das haben wir hier jetzt alles Wahnsinn gemacht. So, und dann hat er noch, gut, er hat noch so eine einfache Solartasche. Er wollte noch so einen Anschluss für seine Solartasche hinsetzen. Haben wir ihn hier auch hingelegt. Dann kann er seine Solarrichter oder Tasche hier anschließen. So, dann gehen wir mal kurz rein. So ist es jetzt hier. Wir sind noch nicht ganz fertig, wie man sieht. Ist noch ein bisschen zerlegt, aber... Ich mache mal kurz ein bisschen Licht an, Sabine. Ich muss mal gucken. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Licht. Wie gesagt, hier ist der Backofen. Der läuft jetzt über den, das normale Haushaltsbackofen. Ja. Da ist die Geschirrspülmaschine mit 230 Volt. Da hat er hier Kühlschrank, auch 230 Volt. Genau wie sein Gefrierfach. Ist auch 230 Volt. Wahnsinn. Alles im Prinzip. Ja, hier noch eine Nespresso-Maschine. Die läuft jetzt allerdings noch über den alten. Wie gesagt, da hat er da eine Klimaverteiler. Hinten im Schlafraum hat er noch einen Klimaverteiler. Da ist noch ein Beamer, den stellt er sich da normalerweise noch rein. Da hat er hier eine Leinwand. Kann er Filme gucken, wenn er möchte. Wieso, da hat er noch einen normalen Fernseher, wenn du dich einmal umdrehst. Ne? Ja, wie gesagt, und hier fehlt nichts. Ne, die Steckdosenleiste läuft da jetzt noch drüber. Über den neuen Wechselrichter. Dann haben wir hier das Servo eingebaut. In Absprache mit dem Kunden. Ja. Da kann er also im Prinzip hier alles bedienen. Ne? Man hat nämlich einen Kleinkram gehabt, was wir jetzt nicht alles aufziehen wollen. Dann haben wir hier. Hier ist das alte, Anführungszeichen, alte System. Okay. Das war auch ohne Funktion, weil der zeigte hier gar nichts mehr im Prinzip an. War alles tot. Da war im Prinzip das Verbindungskabel, das Netzwerkkabel von hier nach drüben kaputt. Haben wir noch ein neues Netzwerkkabel reingelegt, weil jetzt zeigt er auch alles wieder vernünftig an. Ne? Wahnsinn. Ja, hier ist auch eine Bose-Soundanlage und der hat eigentlich alles. Alles. Ja, genau. Wie gesagt, hier hinten hat er dann noch, ja, wenn man mal guckt, ich weiß nicht, machen wir mal, hier ist das Badezimmer mit einer riesigen Dusche. Gucken wir nochmal Licht hier. Guck mal, Licht haben wir auch, Sabine. Oh, hier, guck mal, eine Regendusche. Sowas hat man schon nicht mal zu Hause. Hier fehlt nichts. Das ist der Wahnsinn. Und hier haben wir dann nochmal, warte mal, so. Das, wie gesagt, ist es noch nicht, wir sind noch nicht fertig, aber... Ja, logisch, das sind die Sitzkissen von der Garnitur, genau, von die müssen genau, die müssen noch nachheben, alles. Aber ich denke, das kann man sehen, tatsächlich ein ganz normales, großes Bett. Ich kann hier auch noch drin stehen, ich bin 1,86 groß und... Ne? Wahnsinn. Hier ist der zweite, für die Klimaanlage, der zweite Split-Anlage. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist hier noch ein Fernseher drin. Ja, da ist noch ein Fernseher drin. Ja, eigentlich. Wie gesagt, und das kann man da im Prinzip noch reinfahren. Das fährt fast bis. Also wenn es drin ist, ist es eng, muss man halt sagen. Ja. Ne? Aber wenn es ausgefahren ist, hat man hier Platz ohne einen Kleiderschrank wie zu Hause. Also es ist schon. Ne? Ja. Hat schon was. Und wir kriegen ihn in die Halle rein. Ja, so, nur können wir ihn sogar aufbauen mit unserer Bühne, weil unsere Bühne würde den auch noch schaffen, vom Gewicht her. Okay. Ne? Also das können, also ich habe mal sagen lassen vom HU-Prüfer, man sagt ungefähr pro Achse 9 Tonnen, weil ich nicht genau wusste, ob wir ihn hochkriegen. Er sagt, ich bin 18 Tonnen. Ich sage, 18 Tonnen können wir ja noch hochheben mit unserer Bühne. Wir können 22 Tonnen mit unserer Radgreifanlage können wir die hochheben. Also zur Not könnten wir auch von unten arbeiten, wenn wir möchten. Wir können vielleicht nicht ganz so hoch gehen, weil irgendwann das Dach da ist, aber es ist machbar. Es ist machbar. Ja. Ja, mein ganz besonderer Kunde, mein ganz besonderer Gast bei uns in der Halle. Auch mal spannend, mal was anderes zu sehen. Ja, mal, das ist Magellano, ist das, glaube ich, wird, glaube ich, in den Niederlanden, glaube ich, gebaut. Dass es da ein niederländischer Hersteller ist. Ne? Der Kunde hatte vorher auch schon Großes, hat er mir erzählt, aber mit dem war er nicht zufrieden, hat er sich halt den hier gegönnt. Ja.
Wer das also, Canon Valley dafür vorgesehenen Führerscheine und so weiter hat, ist doch alles super. Ja, wollte ich gerade sagen. Und man verzichtet hier wirklich auf nichts. Nee, also hier gar hast du, nichts. Also die Waschmaschine hat er sich hinten noch eingebaut in der Garage. Können wir auch noch mal einmal gucken. Sie hat er sich selbst eingebaut. Also da haben wir jetzt nichts mit zu tun. Aber wir können ja auch einfach mal eben gucken. Hier muss ja schon fast eine... Ne? Und ja, da sich dann im Prinzip da eine Ecke hingestellt. Auch super. Ne? Wie gesagt, hat er eingebaut, haben wir jetzt nichts ja, alles zu tun. Gut. Ne? Oh, die können sich helfen, dann wird das so alles super. Ja, ich glaube, es ist sogar ein Waschtrockner, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Also beides. Ja. Ja, also die können unterwegs alles machen. Alles. Genau, jetzt hat er noch Schwierigkeiten mit der Satternagel. Da müssen wir mal gucken, ich habe da ein neues Update aufgespielt. Und jetzt wollen wir gleich mal eben einmal rausfahren. Das ist quasi das Schlafzimmer ausgefahren, wo wir gerade von gesprochen haben. Ja. Auf der anderen Seite das Wohnzimmer. Ja. Wahnsinn, nicht schlecht. Also von daher, ja. Ja, super. Dann haben wir es auch. Aber auch genug Kabel reingelegt. Das glaube ich. Ja. Aber es ist auch, gleich kommt immer ein Probelauf, wir alles durchchecken, ob alles funktioniert. Solaranlage gucken, ob das alles funktioniert. Wie gesagt, Satteranlage hat ja noch Probleme. Müssen wir ihn draußen gleich gucken. Ja, und schauen wir mal eben. Ja, wenn man dann den Kontrast sieht, du stehst jetzt gerade beim normalen Wohnmobil. Ja. Das ist der kleine. Das ist der große. Schon witzig. Ja, wie gesagt, wenn wir den jetzt in die Mitte hinfahren würden, sage ich jetzt mal, dann könnten wir den auch noch ein bisschen höher heben. Ne? Ja, aber das reicht uns. Ja, genau. Aber wir kriegen ihn jedenfalls in die Halle rein und müssen nicht draußen arbeiten. Genau. Super. Vielen Dank, Stefan. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, danke Stefan und Sabine. Ne, Sabine ist ja jetzt unsere Kamerafrau in Bockhorn, macht sie ganz gut. Ne, hat sich wirklich gesteigert. Danke nochmal nach Bockhorn. Ja, und Stefan ist natürlich ein alter Hase, wie man sieht, Autoelektriker seines Zeichens. Und ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gibt demnächst natürlich noch mehr. Ich werde auch Bockhorn demnächst besuchen. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Da können wir uns auch vielleicht treffen. Das ist gar nicht so weit hin. Ich glaube, warte mal eben, das wird die letzte Juniwoche werden. Das gibt dann aber noch näher bekannt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht es gut, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Euer Guido von GNS TV.